Adventskalender, die drei Fragezeichen, Tag 16. Die drei Fragezeichen steckten ihre Köpfe zusammen. Wir müssen rechnen, begann Justus. Wenn der Ring 5 Millionen kostet, dann ist der Diamant 100 Millionen mehr wert. Also kostet dieser 105 Millionen. Bob nickte. Richtig, zusammen sind es dann die 110 Millionen. Der Mann mit dem Ziegenbart hatte es mitbekommen. Sage ich doch, ihr seid clevere Burschen. Und darum werdet ihr uns helfen, diesen Diamantring zu finden. Peter verschränkte die Arme. Und was ist, wenn wir uns weigern? Die Frau sah ihn scharf an. Das würde euch nicht gut bekommen. Wir beobachten euch jederzeit. Den Freunden blieb nichts anderes übrig. Und sie begannen ihre Suche in der Eingangshalle des Hotels. Justus entdeckte hier ein altes Ölgemälde. Ich denke, es zeigt Edward Mac Windford. Nachdem er von seiner Esmeralda abgewiesen wurde, versenkte er aus Kummer die Neptun mit dem Diamantring. Mac Windford war ja ein Rätselfreund. Vielleicht finden wir etwas auf der Rückseite des Gemäldes. Tatsächlich wurden sie hier fündig. Doch was hatte die entdeckte Zeichnung zu bedeuten? So, und damit zu Tag Nummer 16. Heute mal wieder Nachmittag. Die drei Fragezeichen haben einen Diamantring zu lösen. Wisst ihr, welches Wort da versteckt ist? Ich weiß das schon, ich habe schon geschaut und da heißt Bibliothek. Und da ist die richtige Lösung, Antwort mit dem Paket. Was da heute drin ist, sehen wir uns jetzt mal an. Ein Geheimkontaktbüchlein. Da könnt ihr eure Geburtstag eintragen, auch Nachbarn oder die geheim sein sollte. Und die bewahrt ihr immer gut auf bei euch am Körper oder irgendwo gut eingeschlossen. Und dann, wenn die jemand findet, dann sagt die Person einfach, nein, das sind meine, du hast da nichts zu versuchen, verloren. Und ja, finde ich toll, werde ich vielleicht benutzen. Und damit würde ich sagen, heute habe ich nichts mehr und wir sehen dann einfach und morgen dann wieder. Bis morgen. Tschüss.